Und da bin ich wieder zurück mit einem frischen Kaffee und ihr habt natürlich wieder mal die lustige Werbung im Bild. Schwupp, weg ist sie. Und ja, wir wollen jetzt endlich den langen Weg nach Meridian antreten und rufen dazu mein treues Reittier. Komm her, komm. Wo bist du? Da bist du, da ist mein treues Reittier. Mein Reittier und Kampfgefährte hat mir mittlerweile schon ein paar Mal das Leben gerettet. Und yay! Endlich geht's. Oh, wait. Lass mal ein bisschen schneller gehen. Weil hier drüben sehe ich doch wieder eine Heilpflanze. Nom. Licht. Pfui. So. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie entlang laufen können. Ist das eine Heilpflanze? Von denen brauchen wir gerade echt nicht gerade wenig. Wir haben so viel verbraten in den letzten Kämpfen. So. 800. Wir kommen dem Dörfchen immer näher. Beziehungsweise, was heißt Dorf? Dieser doch recht groß geratenen Stadt. Es ist wohl eine ziemlich große Stadt. Das war hier gerade so ein 50-50-Chance. Entweder renne ich in den Gegner oder auf dem Weg nach Meridian. Ich bin aber auf dem Weg nach Meridian. Und nichts kann mich stoppen. Nothing can stop me now. Willkommen auch zurück an die Leute im Stream. Tommy, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Whoop. Wait. Und ich glaube, da sehen wir es auch schon. Nein. Da sehen wir es auch schon. Tschüss. Hier haben wir noch ein Feuerchen. Ich musste heute die Schicht meines Bruders übernehmen. Und viele, viele nette Gesichter. Da kommen sie. Schon fast unheimlich, dass die uns hier einfach so passieren lassen. Immerhin sind wir hier, mögen die Maschinen ja nicht. Aber wir kommen in der Stadt an bei Nacht. Hier ist noch ein neues Lagerfeuer irgendwo. So, hier dürfen Reitmaschinen nicht mehr drauf. Das wird dir gefallen. Eine tolle Show. Tommy ignoriert mich. Das ist sehr nett. Man merkt. Aber alle eingeführten Waren müssen untersucht werden. Das ist eine Frechheit. Wir sind treue Bürger. Wie lange müssen wir warten? Soll ich hier sitzen? Ist mir egal. Bis alles verdirbt. Ich dachte, rein nach Meridian. Was ist hier los? Olin ist irgendwo da drin. Und auch Erend. Der andere Fremde, mit dem ich vor der Erprobung gesprochen habe. Erend sagte, er würde mich seiner Schwester vorstellen, wenn ich nach Meridian komme. Er sagte, sie sei Hauptmann der Garde. Stimmt. Die hatte gesagt, sie ist Haupt... er hatte gesagt, sie ist der Haupt... ein Hauptmann oder eher eine Hauptfrau. Gender und so. Aber da ist die Stadt. Meridian überlebt dank seiner traditionsreichen Adelsfamilie. Halt! Was ist los? Stopp! Genau da! Im Lichte des jüngsten Angriffs müssen alle, die Meridian betreten wollen, sich durchsuchen lassen. Jüngster Angriff? Was war das für ein Angriff? Der Mord an Hauptmann Ersa und der Garde natürlich. Getötet von Schatten-Karja-Truppen am Rotkampass. Ersa? Du meinst, Erends Schwester ist tot? Woher kennst du seinen Namen? Ich kenne Erend. Ruf ihn. Ich muss mit ihm reden. Ha! Ich fürchte, dass Erend, der neue Hauptmann der Garde, ein Mann in Trauer, keine Zeit finden wird für eine Fremde. Aloy! Du lebst! Ich dachte, du wärst tot. Macht Platz! Macht Platz! Du kommst hier nach Meridian nur für mich? Hast du getrunken? Ja, fast nicht. Ein bisschen.
Du lebst also. Das ist ein Grund zum Feiern. Geht auf mich. Wir müssen reden. Allein. Und du musst dich zusammenreißen. Da drüben. Sie darf also. Natürlich darf sie. Von jetzt an darf sie in diese Stadt kommen und gehen, wie sie es möchte. Zu Befehl, Sir. Bitte, jetzt sind wir zwei ganz allein. Was wolltest du mir sagen? Tja, erstmal, es tut mir leid um deine Schwester. Ich hatte mich eigentlich gefreut, sie zu sehen. Ich habe das von Ersa gehört. Mein Beileid. Ich weiß, sie war dir sehr wichtig. Mir sehr wichtig? Wichtig für alle hier. Sie wusste, was zu tun ist. Sie hatte das Kommando. Hielt mich auf Kurs. Und jetzt soll ich sie ersetzen. Aber sieh mich doch an. Wie soll das gehen? Hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Ich habe auch jemanden verloren. Ich habe auch jemanden verloren. Komm. Gehen wir auf die Tour. Ich, hab auch jemanden verloren. Bei der Erprobung. Mein Ziehvater. Sein Name war Rost. Das ist schrecklich. Wie kommt es, dass immer, wenn was Schlimmes passiert, die Leute dir erzählen, was ihnen Schlimmes passiert ist, als ob's das besser macht? Ja, wie kommt das? Ja, was soll's? Du wolltest etwas mit mir besprechen? Ja. Ich bin aus einem bestimmten Grund hier, und zwar ging es um Olin. Seit dem letzten Mal ist viel passiert. Bei der Erprobung griff uns eine Gruppe von Mördern an. Nur wenige überlebten. Wir waren im Dorf und hörten Explosionen. Oben, auf dem Berg. Dann kamen eure Krieger zurück. Sie sprachen von den vielen Toten. Ich habe noch nie solche Klagelaute gehört. Dort an jenem Tag. Wie hast du überlebt? Viel wichtiger als das ist, warum ich deren Ziel sein sollte. Deren Ziel? Wie meinst du das? Die Mörder wollten mich wegen Olin. Was meinst du denn damit? Das ergibt keinen Sinn. Ich muss Olin finden. Ich muss wissen, was er weiß. Aber er ist ein Freund. Nein, ein Verräter. Ich weiß nicht, wer die Mörder sind oder was sie wollen, aber ich weiß, dass Olin mit ihnen arbeitet. Aber ich... das... Du musst das nicht verstehen, Erend. Du musst mich einfach zu ihm bringen. Er ist nicht hier. Er ist seit Tagen auf der Suche nach Schrott und Relikten. Ich weiß nicht wo. Gibt es einen Ort, wo er öfter ist, an den er zurückkehrt? Ein Haus. Hier in Meridian. Okay, dann führ mich hin. Ich muss es durchsuchen. Na schön. Solange ich als Zeuge dabei bin. Das ist in Ordnung. Du darfst mitkommen, aber deine Freunde hier nicht. Ich muss Olins Haus sehen. Jetzt. Okay, dann komm. Okay. Ja, es ist schon echt ein bisschen... So viele Leute hier und alle reden gleichzeitig. Wie kann man da denken? Ich denke nicht. Ich trinke nicht. Ja, das merkt man, Junge. Du hast aber auch eine Fahne. Das muss man dir mal gesagt haben. Das Mädchen. Ist sie alleine, eine Nora? Alleine, wenn ich schon rieche, werde ich besoffen. Aber okay, wir sind jetzt hier nicht, über deinen Mundgeruch zu reden. Ich möchte wissen, was hier mit Olins Haus ist. Was geht denn hier ab? Für Blut! Rache! Für Ersa! Wie lange noch will er Bart sich in seinem Palast verstecken? Jahr für Jahr! Warum verschont er Verbrecher und Diebe und Mörder? Erend, du musst doch Rache nehmen wollen! Deine Schwester ermordet! Und ihr Tod ungesühnt. Noch ein Wort, du mieser Nichtsnutz, und ich schmeiß dich selbst ins Gefängnis. Verschwindet hier, oder ihr werdet es noch alle bereuen. Was hat er über Ersas Ermordung gesagt? Nicht jetzt. Okay, also ist auch ein hartes Ding, ganz ehrlich. Vor allem dann hier so nach Rache zu dürsten und so ein Kram, das bringt sie auch nicht zurück. Es verstreut nur... Es lässt nur noch mehr Blut fließen. Okay, wie kommen wir da rein?
Wow. Das war subtil. Da sind wir. Sieh zu, dass nichts kaputt geht. Außer dieser Tür. Das alles für einen Mann? Verbindungen zum Königshof zahlen sich aus. Okay, aber man muss schon sagen, im Vergleich zu den Nora-Butzen, die wir hier hatten, sieht das hier doch schon um einiges besser aus. So, wir können hier mal ein bisschen gucken. Können wir hier durch? Ja klar, aktiviere den Fokus. Ist klar, dass wir den Fokus aktivieren müssen und dann irgendwas finden wahrscheinlich. Aber ich will mich erstmal umgucken. Ich will mal schauen, vielleicht gibt es hier irgendwas, was ich klauen kann oder so. Nee, ich sehe hier nichts. Außer Türen. Na gut. Der Fokus. Was haben wir denn da? Familienporträt. Gewebter Stoff mit Ocker und Insektenpigmenten bemalt. Zeigt eine Familie. Er hat eine Familie? Das scheint ein Bild von Olins Familie zu sein. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da drüben stehen Menschen. Banuk-Pilger. Okay. Verstehe ich nicht so ganz. Aber meinetwegen. Was haben wir hier noch Schönes? Das ist Erend. Oh, da guck mal einer an. Die Ecke des Teppichs ist ausgefranst. Und der Boden ist da ganz abgenutzt. Mal sehen, was darunter ist. Hey, wie kommt das hierher? Die Frage ist, wie man da durchkommt. Ohne Schlüssel gar nicht. Das ist eine Osseram-Luke. Da kommt nichts durch. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ah. Aha. Wir können etwas durchfallen lassen. Lass gut sein, Mädchen. Nee, mein Freund. Die Frage ist... Ah, hier können wir noch hoch? Da haben wir doch was. Sieht groß und schwer aus. Die richtet bestimmt viel Schaden an, wenn sie runterfällt. Das ist richtig. Nur ein genau das machen wir jetzt. Du weißt, dass nichts kaputt gehen soll, oder? Das war ja vorher auch nicht da. Springt er jetzt einfach runter? Nee, das lassen wir mal lieber. Wir kennen unser Geschick. Kaum springen wir da runter, brechen wir uns das Genick, müssen wieder Heilpflanzen trinken, essen und solche Sachen. Nee, das ist nicht gut. Wir gehen hier mal lieber drunter. Ha. Fokussieren hier mal ein bisschen rum. Was haben wir denn da? Achso, das ist Erend. Ah, na schau mal. Ein Holo irgendwas. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Man hat seine Familie entführt. Mann? Wer ist Mann? Die Mörder. Sie drohten ihm, seine Familie umzubringen. Hm. Habe ich hier noch mehr? Außerdem? Was ist das? Eine Karte. Zweidimensionale Darstellung. Eingeritzte Richtungsangaben, Umsetzung geografischer Daten. Was ist denn da in der Mitte drin? Eine Karte. Die Glyphen zeigen, wo er schon war. Ah. Okay. Oh, das ist jetzt dreckig. Das Tagebuch. Olin hat Tagebuch geführt. Olin? Ich weiß, dass er gut mit Verträgen war, aber als Schriftsteller? Kein Zweifel mehr. Olin wusste von allem. Irgendwie... nicht so das, was man hören möchte. Erst die Schwester verlieren und jetzt
ist auch noch der beste Freund ein Verräter oder so. Der Ganz Beweis. Cool. Die letzte Seite. Er schreibt über unser Treffen und dass er mich töten muss. Und der nannte sich Freund. Dieser miese Verräter. Du kannst das lesen, Glyphen. Und die Sachen, die du siehst, wie machst du das? Na komm, erzählen wir ihm von unserem Fokus. Der Fokus, er zeigt das Verborgene. Und Olins Fokus ist auch so? Das Gerät ist das Gleiche. Aber irgendwie können Olin und die Mörder damit kommunizieren, über weite Entfernungen. Und sie sehen durch den Fokus des anderen, als ob sie selber dabei wären. So haben dich die Mörder gesehen? Durch Olin? Ja, ich glaube, so war es. Tja, jetzt wissen wir es eindeutig. Olin ist der Bösewicht. Den werden wir jetzt verprügeln. Da ich jetzt weiß, wo Olin ist, sollte ich weiterziehen. Ohne Hilfe? Überlass das mir. Allein bin ich schneller. Warte. Wenn das Gerät Verborgenes enthüllt... Geh aus dem Weg, Erend. Ich muss wissen, wer Ersa getötet hat. Aloy, bitte hilf mir. Nicht nur die Schatten-Karja-Armee, das weiß ich, sondern welche Soldaten es waren. Es tut mir wirklich leid, aber es ist dein Krieg, nicht meiner. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Du hast hier die Leute gesucht, die dich töten wollten, die dein Volk massakrierten. Doch du findest Vergeltung und ich nicht. Gut, ich reise zum Rotkampass, wo man Ersas Leiche fand, und warte auf dich. Ich brauche den Fokus nur ein paar Minuten. Lass mich nicht betteln. Rotkampass, sagst du? Mal sehen, was ich tun kann. Okay, das ist doch mal sehr kulant. Aber jetzt müssen wir hier erstmal raus. Und ich bin mal gespannt. Oh, das ist ein ganz schön weiter Weg, den wir laufen müssen. Scheinbar. So, wir haben hier jetzt aber auch wieder ganz schön viele Sidequests. Naja, zwei. Eins und zwei. Was haben wir hier? Achso, Meridian. Das ist da, wo wir sind. Hey. Ah, okay. Wow. Jetzt übertreibt ihr es hier aber mal. Okay. Die Frage ist... Wo müssen wir denn hin? Da nach oben müssen wir. Naja, kommt. Das machen wir. Ich meine, warum auch eigentlich nicht? Sollte ja jetzt uns nicht so dermaßen vom Kurs werfen. Außerdem müsste es bald wieder Tag werden. Upp, da lang. Moment. Haben wir hier vielleicht irgendwelche coolen Waffen oder so, die wir noch tragen können? So, Waffen. Irgendwie ist hier immer derselbe Kram. 75. Was ist das denn eigentlich? Bolzenwaffe. Aha, eine Bolzenwaffe. Sprengschleuder. Kaja. Bogen. Das ist irgendwie alles so... Ja, irgendwie ganz nett, aber irgendwie doch nicht so geil. Ich will mal hier gucken, ob wir hier nicht irgendwas noch an coolen Stuff zusammenbekommen. Hier fehlen uns... Aha. Banuks Eissiegerin. Die liefert uns zumindest ein bisschen Eisverteidigung. Oh. Nora-Überlebende, schwer. Die gibt uns Verteidigung auf so ziemlich alles. Das ist eigentlich geil. Dafür hätten wir sogar die notwendigen Bauteile. Gibt die irgendwelche Mali oder so? Nee. Dann nehmen wir die und rüsten direkt aus. So. Was haben wir hier noch? Rohstoffe können wir noch kaufen. Ja, wie viel haben wir denn? Schnellreiseration haben wir 3 Stück. Wollen wir davon irgendwas? Nee, wir versuchen ja die... Wir meiden ja ein bisschen die Schnellreise. Schatzkisten. Spezialobjekte. Karte Metallblumen. Was liefert das denn? Karte Metallblumen. Eine fügt Kartmarkierung hinzu. Fundort Metallblumen.
ist eigentlich schon ziemlich geil. Weil dann bekommen wir diese Energiedinger her. Los, dann machen wir das. So. Jetzt haben wir das krasse Zeugs ausgerüstet. Jetzt müssen wir hier mal das Inventar durchwühlen. Was haben wir denn hier? Maschinenausbeuterkiste. Aha. Da haben wir ein bisschen was, was wir mitnehmen können. Spezialobjekte. Karte mit Teilblumen. Altes Gefäß. Okay, damit können wir irgendwie doch nichts anfangen. Ich habe gedacht, dass wir damit irgendwas machen können. Schade. Aber vielleicht können wir die... Wir können doch nochmal eben kurz hier ein bisschen modifizieren. Fernkampf, Angriff, Schutz. Irgendwas, was richtig dicke ist. Plus 5% Tarnung. Verderbnisschutz. Das ist gut. Und Schockschutz. Feuerschutz, würde ich noch sagen. Setzen wir nochmal einen Feuerschutz drauf. Ach, sehr gut. Man kann die auch, man kann die auch wechseln. Das ist optimal. So, Waffen modifizieren können wir vielleicht noch irgendwie verstärken oder so. Modifikation 28 von 30. Ne, verstärken können wir nicht. Aber wir haben ganz schön, wir haben 6 Fertigkeitspunkte. Die können wir eigentlich auch mal verteilen. So, was können wir denn hier? Schlag von unten. Oh, das ist ja auch cool. Was ist das hier? Starker Schlag. 15% mehr Schaden bei Schlagangriffen. Stiller Schlag, Schlag von oben, Schlag von unten und Anführerschlag. Das gefällt mir. Ausweichtalent. Haben wir den schon? Nee, haben wir nicht. Aber den finde ich gut. Damit können wir nochmal ein bisschen und noch mehr Schaden. Dann pumpen wir nochmal den Schaden auf. Was können wir hier als nächstes nehmen? Das sollten wir hier machen. Und vielleicht haben wir hier nochmal Fallen entschärfen. Bastler. Waffenspulen und Outfitgewebe können entfernt und wiederverwendet werden. Aha. Ah. Oh. 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 Okay. Das brauchen wir auch. Ausbeuter plus. Höhere Chancen auf mehr Rohstoffe. Ja. Mega gut. Also wir haben hier doch schon ziemlich krassen Stuff jetzt mittlerweile. Können wir vielleicht... Sorry, das muss nochmal sein. Tragekapazität erhöhen. Vergrößert den Waffenbeutel. Eigentlich geht es gar nicht um den Waffenbeutel, sondern wir bräuchten eigentlich... wir bräuchten nochmal einen Waschbären. Und ein Schwein. Ah, warte mal. Vielleicht haben wir auch Glück und der Händler hat das die. Das muss der Turm sein. Er ist riesig. Das wäre ja brillant. Rohstoffe. Nee, leider nicht. Das wäre echt zu gut geworden. Schade. Ist leider nicht drin. Aber was soll's. So, wir sind wieder aus der Stadt raus. Und eigentlich sollte es mal langsam Tag werden. Dann sehen wir auch die Gegner wieder besser. Irgendwie bin ich hier gerade voll gegen irgendwas gegengelaufen. Wahrscheinlich eine Bordsteinkante oder so. Einfach gegengerannt. Hat gleich Schaden gemacht. 50.000 Lebenspunkte verloren. So. Wir reden mit dem Händler nochmal. Vielleicht hat der hier die notwendige, das notwendige Kleinkram. Leider nicht. Das ist echt schade. Das wäre ja echt zu gut gewesen. Na gut, dann wollen wir hier nochmal eben kurz einmal nicht nur kurz speichern, sondern ruhig auch mal fest, also voll speichern. Und zwar, das hier sieht gut aus. Ja, ich möchte den Speicherpunkt überschreiben. Und
jetzt nochmal einmal schnell speichern, damit wir das doppelt haben. Yay! So. Ich sag nebenbei nochmal einen wunderschönen guten Abend an die Leute im Twitch-Kanal. Es ist schön, dass ihr eingeschaltet habt und meinen Kanal gefunden habt. Und das freut mich sehr. Ich habe sehr selten Aufmerksamkeit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt oder sonst irgendwas, schreibt sie mir einfach. Und wenn es heißt, dasselbe Lied nochmal, ich spiele euch auch gerne die Cantina-Band vor, wenn ich dann ein Musikinstrument spielen könnte. So. Hier ist eine Sidequest. Ich weiß nicht, ob ich ihn nehmen sollte. Kleiner Moment. Um was für Gegner geht's denn dabei? Wird nicht gesagt. Na gut. Lass mich in Ruhe, Fremde. Ich brauche keine Söldner. Ich brauche ein Wunder, das mir sagt, wer meine Männer ermordet hat. Dann muss ich nochmal gucken. Ich kann gut Spuren lesen. Vielleicht kann ich helfen. Was ist passiert? Das war Massenmord. 5 Nachtwächter geschreddert, wie Weißkohlen, hier im Steinbruch. Okay. Ich guck mich mal für euch um, ne? Ich sehe mich mal im Steinbruch um. Wenn du meinst, dass das hilft? Bestimmt. Kleiner Moment, du hast eigentlich völlig recht. Wir sollten mal hier ein bisschen rumgucken. Hier ist nämlich ein Händler. Der hat hier sicherlich irgendwo eine Kiste rumliegen. Baloo, das war gemein. Ich glaube, du hast gelogen. Die haben gar keine Kisten. Ah, das ist schön. Ich bin froh, dass ich... Aber ich hätte jetzt ganz gerne eine. Nee, also ich hätte eigentlich nicht nur ganz gerne eine Kiste. Ich hätte vor allem ganz gerne... ein Wildschwein oder sowas. Ich würde nämlich ganz gerne meine Vorräte, meine Waffenkisten und so weiter ein bisschen aufbauen. So, ich glaube, ihr seid Freunde von mir. Da brauche ich mir jetzt erstmal keine Gedanken machen. Das da unten sieht mir aber nicht aus, als ob die freundlich wären. Obwohl, was seid ihr denn überhaupt für Viecher? Ich sehe es von oft die Entfernung hier nicht. Ja komm, dann gehen wir hier mal runter. Hui! Hopp! Haben wir hier... Ja, sehr gut. Ah ne, das ist doch nur Feuerzeugs. Ich kann versuchen, den zu summen. Ich hoffe, das reicht. Oh, herrlich. Das ist der Steinbruch, in dem ich mich umgucken sollte. Das machen wir. Warum bebt der Boden? Also mein Dingens vibriert, mein Controller. Und hier gibt's... Oh je, du bist wirklich groß, was? Wait. Ich konnte nicht so ganz erkennen, was das da gerade war. I'm sorry, ich gehe da lang. Der letzte Händler bei der Stadt. Okay, wir kommen ja eh nochmal in die Stadt. Und dann werde ich mal nachgucken. Wie bin ich denn da hochgekommen? Oh. Ui. Das war aber ein richtig großes Etwas. Aha.
Okay. Ist mal gut zu wissen. Okay. Ich bin hier relativ safe, wo ich gerade stehe. Ah, das ist auch unglaublich viel. Das war richtig gut gerade. Ich merke nämlich, dass seine Füße mega die Schwachstelle sind. Ja, tob hier mal rum, Junge. Aber den hole ich mir. Da ist er wieder. Kannst ruhig ein bisschen näher kommen. Komischer Maulwurf. Au. Au. Ich hätte ganz gerne ein bisschen mehr Schussbild auf diese... Na, komm. Yes. Mehr Schussbild auf diese ja, der will nur spielen. Ich will auch nur spielen. Kann man ein bisschen in Deckung gehen. Tobt hier so ein bisschen rum. Da kommt er jetzt raus. So. Ich hoffe, dass der eine Markierung. Das sieht doch mal nach einem netten. Oder auch nicht. Ich finde hier gerade nichts Vernünftiges, womit ich den, wo ich den angreifen könnte. Komm. So nichts. Einfach mal nochmal neue Munition herstellen. Die Hälfte habe ich zumindest schon mal von ihm. Na komm, wie nenne ich den jetzt eigentlich? Ich nenne ihn einfach Hasso. Hasso, sei mal nicht so böse. Du bist gar nicht so. Du guckst viel böser, als du eigentlich bist. Na komm, da bist du wieder. Kleiner Schaden, der da reinkommt. Ein paar Krümel, die mir ins Gesicht fliegen oder so. Na komm. Hep. Also wenn er gerade eben sich duckt, sieht das so aus. Ob ich da was hätte, damit ich nie Schaden kriegen könnte. Ah. Ja. Na komm, wackel mal nicht so. Du olles Vieh. Ich glaube, ich habe dir schon ziemlich dicken Schaden zugefügt. So, hab ich. Ich weiß nicht, was du für ein Viech bist. Aber du warst definitiv ganz schön groß. Kein Wunder, wenn hier noch mehr von den Dingern rum
rumgeistern. So, jetzt brauche ich nochmal ein bisschen mehr Präzisionspfeile. Aber tatsächlich war das ziemlich gut, muss ich gestehen. Also, ich habe nicht damit gerechnet, dass er sich mit Pfeil und Bogen so dermaßen jagen lässt. Geben wir die Quest einmal mal schnell ab. Hat es nämlich, soll sich nämlich gelohnt haben. Ich hoffe, es gibt ein bisschen Fleisch oder sowas. So eine Maschine habe ich noch nie gesehen. Jo, und auch keine solche Jägerin. Nimm das. Es ist aus dem Steinbruch. Aber niemand wird sagen, du hättest es nicht verdient. Möge das Licht stets mit dir sein. Besonders, wenn du Maschinen aus der Tiefe begegnest. Schön, was habe ich bekommen? Bewerkenswerte Belohnungskiste. Was für eine Zeitverschwendung. Natürlich. Was denn auch sonst? So, was haben wir hier drin? Toll. Stuff. Komischen Stuff vor allem. Und, boah, es sind ganz schön viele Nachteulen unterwegs, sehe ich gerade. Das finde ich echt cool. Könnt ihr mir doch ruhig noch mal ein bisschen was erzählen. Über euch, über euren vergangenen Tag oder so etwas. So, ich werde mich nämlich jetzt zum nächsten Punkt der Main Quest begeben. Und werde hoffentlich vielleicht auch das ein oder andere Gras finden. Was seid ihr denn überhaupt? Ach, ihr seid diese... Oh, ich hab voll die Idee. Ein Langbein. Die kann ich jetzt überbrücken und davon abhalten, Hilfe zu rufen. Richtig. Ich kann sie überbrücken. Komm noch mal ein Stückchen näher. Eins, zwei, drei, meiner. So, wo schießt denn der hier durch die Gegend? Bäh! Na komm. Das war mal ein Lucky Shot gerade. Aber es freut mich sehr, einen Freund wie dich zu haben. Ja. Sehr schön. Worauf hat denn der da hier... Feuert der hier die ganze Zeit? Keine Ahnung. Kein blassen Dunst. Aber dank meinem kleinen Freund hier kann ich hier ganz gemütlich drauf losgrasen. Langbeine looten. Heilkräuter sammeln. Pflanzen. Wunderbar. Ach, das ist ja herrlich. So gönne ich mir das. Das ist doch wundervoll. Und sollte mir wer auf den Keks gehen, dann kennt er, dann wird er einfach mein Langbein kennenlernen. Ja, ja. Warum eigentlich auch nicht? Welch ein wunderschöner Morgen das doch ist. So, Nachtschicht, das ist, glücklicherweise gibt es bei uns keine Nachtschichten mehr, also keine richtigen mehr. Deswegen, ich war heute auch arbeiten bis 20:30 oder beziehungsweise bis 20 Uhr und dachte mir, boah, jetzt nochmal eine Runde streamen. Hier kommt ein Langbein!
Ja, das sehe ich. Ja, komm, den hole ich mir. Woo! Da ist aber Aloy weit geflogen. Oh, der Sack. Warum? Das war mein Loot. Ihr Penner. Ich wollte meinen Loot haben. Das finde ich echt nicht nett. Gar nicht nett. So. Ja, das da oben ist ein bisschen gefährlich. Das sind... Ach, Sägezähne. Ja, Sägezähne, die machen nichts. Die sind freundlich. Zumindest, wenn ich einen davon überbrücken kann. Daraus werde ich später einen Trank machen. Was ist das da für einer? Ein Lanzenhorn. Oh, die sehen aber auch nett aus. Da vorne haben wir noch ein Vögelchen. Mehrere Vögelchen. Okay, ich habe da so eine Idee. Sprinte da mal eben kurz in das Wasser. Nein, in... Hier hoch. Und... Völlig durchnässt. Zum Glück habe ich das Leder gut gegerbt. Das hält. Und... So, das ist okay. Wie sieht's mit dir aus? Ah, dich kann ich mir krallen. Moment. Oh, schade. Hätte ja klappen können. Vor allem, kommt hier direkt um die Ecke. Das gefällt mir. Mal gucken. Ist er das? Ja, das ist er. Und sobald der bei mir ist, dann werde ich ihn gleich wieder übernehmen. Und los geht's. Du bist jetzt mein Freund. Und guck mal, da drüben ist schon einer, den magst du gar nicht. Der hat mich jetzt gesehen. Macht mir aber nichts. Ganz im Gegenteil. Ach komm, das zählte so nicht. Ach, schon wieder so ein Ding. Au! Da hat mich mein Freund gerade selber gehauen. Wie gemein. Na gut. Wie dem auch sei. Ich bin trotzdem sehr stolz auf dich, mein Freund. So. Wir wollen zu Olin. Sind wir hier schon mega dran vorbeigelaufen gerade? Nee. Ah ne, da unten ist Meridian. Und da oben müssen wir hin. Ist okay, das heißt einfach hier den Hügel hinauf. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Und der macht dort hinten Terror ohne Ende. Das gefällt mir. Ach, das gefällt mir. Hier wird sicherlich, wenn hier irgendwo ein Händler ist, da ist ein Händler, dann wird hier auch sicherlich irgendwo ein, wie heißt das?
Kommt die näher? So. Erster Treffer. Oh. Ach, komm, drauf geschissen. Ich werde dir zeigen, wie stark man blutet. Was wolltest du sagen? Ich hab dir nicht verstanden, du hast so genuschelt. Den auch so nuscheln hören? Also für mich hat der genuschelt. Hier ist doch... Ist hier dann irgendwie so ein Lager oder so? Nee. Die sind einfach so nur Patrouille gegangen. Sehr interessant. Ich dachte, hier ist irgendwie so ein Gaunerlager oder irgendwie sowas. Ah, jetzt sehen wir endlich wieder das Ziel. Eine Ausgrabungsstätte. Da unten waren Häschen. Und hier sind ganz viele Kräuter. Die nehmen wir mit. Aber die können wir auf jeden Fall gebrauchen. So. Und jetzt muss ich mal schauen. Okay. Ich muss irgendwie hier auf die gegenüberliegende Seite. Sehr gern. Ich würde mal sagen, dann hier hoch oder so. Vorratskiste. Was haben wir hier? Fleisch. Ich hab schon zu viel dabei. Moment. Wir können nochmal hier herstellen, weil vielleicht... Für den brauchen wir fettes Fleisch. Für den brauchen wir nochmal fettes Fleisch. Für den brauchen wir knochiges Fleisch. Ja, komm. Dann machen wir das doch einfach. Und gut ist... So. Weil hier brauchen wir Schweinezeugs, Schweineknochen, Waschbärknochen, Fuchsknochen und sowas. Du musst... Für meinen mechanischen... Da oben klettert jemand rum. Oh, ich wurde irgendwie gesehen. Hier klettert niemand. Oh nein. Ihr habt rein gar nichts gesehen. Okay. Gut. Wer? Ich? Nee. Hier war nie jemand. Hier wird auch nie jemand sein. Gibt es hier irgendwie einen Weg, wo die auf einmal hier hochspazieren könnten? Keine Ahnung. Die laufen da irgendwo zum Arsch der Welt. Gefällt mir. Ist mir recht. So, ich mache nochmal eine kleine Pause. Ich muss nämlich nochmal ein bisschen... Mir knurrt ein bisschen der Magen. Ich werde mir nochmal eben schnell was zu futtern holen. Und dann geht's auch gleich weiter. Bleibt dran. Wird lustig. Hoffe ich. Bis später. Gleich.